Servus Leute, willkommen zurück zu Super Castlevania 4 mit einem wunderschönen Soundtrack. Was für ein schönes Lied. Dummes Autogehupe, du hast alles versaut. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ja, Kreuz, ich liebe dich. Da draußen hat soeben ein Auto gehupt. Das hat den wunderschönen Soundtrack hier zerstört. Ich nehme mal an, hier muss ich nicht lang. Dann gehe ich mal nach links. Aber ich mag diesen Soundtrack hier. Ich weiß allerdings nicht, wie der heißt. Aber nun gut, ich kenne kaum ein Lied von Castlevania generell. Außer, wie heißt das noch schnell? Vampire Hunter. Was glaube ich im VHI ist die Gegend noch schnell? Glockenturm oder so? Kann ich da nicht hoch? Komm schon. Kann ich da nicht hoch? Naja, ganz offensichtlich nicht, also lassen wir es mal. Da kommen noch mehr Gargoyles. Oh, aber die sind nicht auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Falls man weiß, was ich damit meine. Nein, ich Drecker. Ich hab das Messer. Shit. Nun gut. Ich muss mich mit dem zufrieden geben, was ich besitze. Und das Messer ist besser als gar nichts. Was sind das? Todeskanickel? Boah, Mörderkanickel. Diese Gargoyles lassen Killerkaninchen. Säbelzahnkaninchen fallen. Okay, jetzt bin ich hier. Und jetzt schicken sie schon Skelette mit Peitschen. Sie denken sich, ein Skelett mit Schwert ist nicht mehr viel wert. Ein Skelett mit Schwert ist nicht mehr viel wert. Versteht ihr, Leute? Naja, das war unbeabsichtigt. Und da kam doch noch ein Skelett mit Schwert auf mich zu. Also ergibt dieser Satz generell keinen Sinn. Hier hat man sehr wenig Zeit. Fleisch und dieses Viech habe ich zu spät gesehen. Meine Zeit läuft ab. Ich hoffe, hier kommt gleich das Ende. Komm schon. Ende. Bitte. Danke. Danke. Ah, es sieht so aus, als ob wir jetzt im Schloss des Grafen wären. Also, dass wir die ganze Zeit auf dem Weg zum Schloss waren und dass wir jetzt im Schloss sind. Cool. Oh! Ein Höllenhund. Ein Hundedämon. Vor allem das Pokémon Hundemon ist ja sozusagen von einem Höllenhund inspiriert worden. Ein Leben, danke. Und das war knapp. Soweit ich es jetzt weiß, also ein Hund und ein Dämon, also Höllenhund. Und Hundemon zählt natürlich zu einem meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Leck die... Nein! Ich kann jetzt nicht mal... Moment, ich kann doch da hoch. Diese Fledermaus! Die Fledermaus sind meine... Nein. Obwohl, vielleicht hilft mir das Weihwasser jetzt besser. Die Fledermäuse hier sind die schlimmsten Gegner. Ganz im Ernst. Zumindest für mich. Die Fledermäuse sind richtig arschig. Die kommen angeflogen wie aus Nix. So zum Beispiel. Verzieh dich, Ritter. Und tun mir nichts Gutes. Logisch, die Fledermäuse wollen mich tot sehen. Sie wollen mein Blut saugen. Sind die meine Vampir-Fledermäuse? What? Oh. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Natürlich ist das euer Ernst. Wow. Ah. Oh je. Das gefällt mir absolut nicht. Vor allem, was müsste das für riesige... Kronleuchter sein. Von hier? Ja, ganz logisch. Was müssen das für riesige Kronleuchter sein? Nein, nein, ich will das. So. Ich werde von 1000 Geistermagiern gestürmt. Nein, er bekommt mich nicht. Ich bin schneller als du. Wow! Wow! Das war Skill. Cool. So, jetzt komm her, du scheiß Fledermaus.
Ihr geht mir am meisten auf den Sack. Dieses Mal. Oh, ich sehe dich da hinten schon. Und trotzdem beißt du mir in den Nacken. Jetzt komm her, du blöd Oller Ritter. Du merkst. Also, man merkt das Spiel... Ah, in den Knöchel. Man merkt, das Spiel wird schwerer. Aber, naja, nichts im Vergleich zu Mega Man 3 Cryout, aber... Das ist was anderes, das ist ein Mega Man Hack. Ja, das kann man nicht damit vergleichen. Verdammt, die beißen mich jedes Mal. Diese scheiß Vampirfledermäuse. Ich habe schon wieder nur so wenig Lebensenergie. Oh. Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich will wenigstens diesen Ort hier schaffen, dass ich nicht wieder ganz am Anfang starten muss. Hoffentlich. So, einmal da, einmal hier rüber. Vor allem die Musik deutet schon darauf hin, du wirst jetzt gleich sterben. Und falls man irgendwelche anderen Geräusche im Mikrofon hört, dann liegt das daran, dass gerade mein Hund da drauf... Also nicht mein Hund, aber unser Hund da draußen herumläuft und sich immer wieder neue Stellen zum Hinlegen sucht. Deswegen auch dieser kurze Lärm. Okay, ich gehe kein Risiko ein. Niemals Risiko eingehen in dieses Spiel, das wird sofort bestraft. Man hat es ja gesehen. Nein. Ganz langsam. Ganz, ganz langsam. Ah! Ich hab nichts gedrückt, verdammt! Ich habe in keine Richtung gedrückt und Simon springt. Oh, ich spring mal in den Abgrund, denkt sich der werte Herr Belmont. Ah. Logisch. Ah! Da beißt mich wieder das Hundus da. Oder das Hundemann vielmehr. Hundemann ist geiler. So, jetzt komm her auf Fledermaus. Ja, ja, das Spiel wird schwerer. Muhaha. Aber das ist. Du Drecker. Drecker, woher habe ich diesen Ausdruck überhaupt? Keine Ahnung. Aber es ist gut, dass das Spiel schwieriger wird, da wir es. Wow! Eine Herausforderung. Wow! Wow, habe ich gerade Skill bewiesen. Naja, ein bisschen Glück war dabei, aber größtenteils Skill. Denn das war ja alles so geplant. Nein! Nein! Er hat mir trotzdem in den Knöchel geschossen. Simon Belmont hat schwache Knöchel. Das ist seine Schwachstelle. Die Achillesferse. Geht die Aufnahme überhaupt? Ja, geht sie. Gut. Und jetzt habe ich noch weniger Lebensenergie. Aber hier gibt es keine Gegner. Das ist schon mal schön, weil ich zumindest da nicht aufpassen muss. So, und jetzt bin ich arschfeige. Ist mir scheißegal, ob ich jetzt feige wirke oder nicht. Aber ich habe keine Lust, diese Kronleuchter-Action hier nochmal zu machen, nachdem ich jetzt nochmal sterbe. Deswegen mache ich das jetzt auf die feige und langsame Tour. So, das ist doch nur gezieltes Springen. Mehr ist da nicht. Das Problem ist, wenn man einmal kurz in eine andere Richtung drückt, dann bewegt sich Simon Beaumont mit Lichtgeschwindigkeit und mit einem Hechtsprung in die andere Richtung. Was ich nicht verstehe, aber nun gut. Der werte Herr Belmont wird sich dabei schon irgendetwas denken. Ist ja auch professioneller Vampirjäger und so. Einen Moment mal, geht das? Dann kann ich von hier aus darüber. Ja, es geht. Okay, jetzt keinen Fehler machen. Langsam vorangehen. Und immer, ja, immer schön Pausen machen. So eine halbe Stunde und so. Ja, Simon muss ja auch sein Frühstücksbrötchen noch essen. Das kann er in der Pause. So. Frühstücksbrötchen. Apropos Frühstücksbrötchen. Fleisch wäre jetzt echt der Burner. Nein. Ja, die gute alte Kronleuchter-Tour. So ganz nach dem Motto, ach, ein Kronleuchter fällt auf einen, da ist man nun mal tot. Und der da oben wackelt schon. So verdächtig. Was bist du? Geisterfrau. Die mir gewaltig auf den Sack geht. Und Lichter. Wow. Die Frau haut nicht ab. Ich werde von einer Frau verfolgt. Aber die Lichter sehen geil aus. Das ist ein geiler Effekt. Und da kommen Speed Butler auf mich zu. Oh, welcher reiche Snob hätte... Moment.
Welcher reiche Snob hätte das nicht auch gern? Ein Butler, der von A nach B in keine Ahnung wie wenig Sekunden kommt. Eine 2. Ich wollte keine 2, ich wollte ein Fleisch. Nein, nicht nochmal. Simon, du bist nicht gerade der Typ, der gerne im Rampenlicht steht, nicht wahr? Nun gut, Simon ist mehr der Scheue, mehr nicht der Bühnenmensch. Sieht man doch schon, er hat Angst vor Rampenlicht. Er hat Lampenfieber bekommen, Und ich habe eine ganz kleine Metallkette. Das nützt mir leider nicht viel, doch jetzt bringt es mir mehr. Die Frauen ermorden, bevor sie wollen, dass ich ihnen unter den Rock gucke. Oh, Simon, was bist du für ein Mann? Du stirbst, wenn du einer Frau unter den Rock gucken musst? Ernsthaft? Ich meine, gut, Simon scheint gut erzogen zu sein und sowas nicht zu machen. Wow, hinter mir auf einmal. Das war mehr als unfair. Ich habe ihn doch getroffen. Oh. Okay, man merkt das Spiel. Moment, ich muss die Stage schaffen jetzt in 2 Versuchen. Ansonsten starte ich wieder ganz am Anfang. Und das wäre gar nicht gut. So, Ritter des Grauens. So, jetzt kommen gleich die Frauen. Die Axt, nein, die Peitsche. Verzieht euch, Frauen. Jetzt das Licht. Das Licht muss weg, danke. Macht das Licht aus. Nein. So, das Licht ist auch weg. Jetzt Speed Butler. So, dieses Mal haust du ab. Geht doch, warum nicht gleich so, Simon? Nein! Ich habe den Kerzenhalter erwischt. Shit. Aber egal, jetzt kann ich mir wenigstens wieder die 2 holen. Nützt mir bei der Axt leider fast gar nichts. Aber auch nur fast. Außer, dass ich zigtausend Äxte schmeißen kann. Ich bin so ein Axtwerfer aus Age of Empires. So ein französischer Axtwerfer. Nein, keine Speed Butlers. Es gibt ja auch so ein Anime, der Black Butler heißt oder so. Habe ich auch noch nie gesehen. Wäre vielleicht mal eine Erwägung wert, wenn mich nicht Fledermäuse angreifen würden. Ja, nur diesen Schuld, dass ich mir das nicht angucke. Ja, ja, ja. Jetzt komm her, du Rittermann. Ey, immerhin habe ich das Herz bekommen. Immer das Gute in solchen Dingen sehen. Nein! Kein Speed Butler. So, jetzt bin ich da. Komm schon, Fleisch. Ihr könnt doch nicht so geizig mit Essen umgehen. Wie soll man hier überleben in dieser Welt, ohne was zum Essen? Schade, ich hätte gehofft, dass da wäre Fleisch drin. Oh. Moment. Die brechen ein, oder? Nein! Nein! Okay, da kommt einer raus, das sehe ich jetzt schon. Toll, wie soll man da reagieren? Fleisch, Fleisch, meins! Danke! Ich habe vor allem total vergessen, wer hier der Endboss ist. Was gut ist, ich erinnere mich kaum noch an dieses Spiel. Man merkt es vielleicht, dass das Spiel blind für mich ist, so oft wie ich bisher gestorben bin. Leck mich, Handy! Einen Moment mal. Shit. So, wieder zurück. Ich muss daran denken, das rauszuschneiden. So, jetzt wieder zurück. Ich muss daran denken, das rauszuschneiden. Nein! Ich kann das auch hier. Skelettköppe. Nein! Warum haben mir die so viel Schaden gemacht? Das gefällt mir nicht. Oh Mann, ich habe so wenig Lebensenergie. Bitte, noch ein Fleisch. Ich glaube, ich habe ein Leben bekommen. Vor allem, ich habe nur mehr 2 Leben. Shit. Moment. Einmal du. Dann du. Und du. So. Jetzt hatte ich Schluck auf. Mist. Noah! Verzieh dich. So. Das sind Hände, die mich wieder begrapschen wollen. Eine 3. Wow, und mega Fleisch. Okay, 3-mal. Aber so schnell ist die Axt nicht mal aus dem Bild. So, und jetzt lasse ich mich nicht von dir verarschen.
Nee, kann ich das besiegen? Nee, kann ich nicht. Ich weiß, dass wenn die Hände mich greifen, dann kommt das Skelett und haut mir in die Fresse. Deutet zumindest schon so an. Verzieh dich. Vor allem, wie hier alles nach Simon grapschen will. Also so ein schöner Mann ist er auch nicht. Nein. Was ist da drin? Nur ein Herz. Shit. So, der kann sich wieder hinlegen. Ist hier irgendwo was? Ja, irgendetwas habe ich eingesammelt. Ich habe es allerdings nicht gesehen. Ich würde mal schätzen, es ist ein Herz. Ja, rotieren. Särge. Ja, keine Sarkophage, denn der Sarkophag ist aus Ägypten. Wow. Hammer. Hammer sage ich schon. Axt-Action. Extrem. Da hinten ist die Mauer kaputt. Ein Tisch. Ich hau einfach mal mit einer Axt auf den Tisch ein. Warum auch nicht? So, ich habe mehr als genug Herzen. Wow, tanzendes Teufelspaar. So. Ja, natürlich. Unglaublich fair. Ey, leckt mich. Verzieht euch, totes Pärchen. Nein, warum in mir? Seid ihr bekloppt oder was? Ey, wenn ich euch erwische. Ja, und ich mache zurzeit ziemlich viel Gebrauch von der Axt, aber wenn ich schon eine 3 habe, dann will ich es auch ordentlich ausnutzen. So, ihr zwei Idioten. Oh, One-Up! Ich hab... Geil. Ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt. Aber umso besser haben wir noch mehr Chancen. Vor allem den Part, den werde ich auch gleich wieder beenden. So, Todespärchen. Ja. Ich habe mich an diesen Boss nämlich wieder erinnert, weil ich die Tänzer gesehen habe. Oh, das ist übel. Nicht mich in die Ecke drängen. Nein. Gut, ich habe sie getrennt. Ich dachte, ich bin derjenige, der jetzt stirbt. Aber egal. Ja, für mich ist das Spiel größtenteils blind, denn ich habe es ja schon mal Let's Played, also für jemanden, der sagt, das Spiel ist gar nicht blind. Ich habe dieses Spiel schon mal Let's Played, aber musste es löschen. Also, nicht, dass ihr euch aufregt. So, verschwinde, Ritter. Warum überall Ritter? So, dann würde ich mal sagen, dass ich hier jetzt wieder Schluss mache. Das war Super Castlevania 4 für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.